Willkommen zurück bei Laris. Wir wollten ja mit ihm einmal losgehen. Wie viel Gold haben wir? Okay. Oder soll ich mir. Ach ne, wir holen uns keine bessere Waffe. Okay, lass uns gehen. Okay, lass uns gehen. Wohin? Lass uns Vatras Ornament zurückbringen. Dann wollen wir mal. Folge mir. Okay, das mache ich doch glatt. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. So. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Ja, ich arbeite immer den ganzen Tag. Naja. Und der Mensch erschlug das Tier. Und es ging ein in Bilon, wie du sagst. Ja, das ist auch noch so. Was die. Nochmal. Was die immer alle für Dialoge haben, ne? Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Ich habe was anderes gehört. Der erzähle ich gar nichts mehr. Soll ich mich denn noch alles kümmern? So, Dunkelpilz. Loris regelt. Serre. Ein Mist viel weniger. Schnell speichern. Mal schauen, ob wir den Ork rauslocken können zu Loris. Ich weiß, beim letzten Durchgang, wo ich das gemacht habe, ist Loris einfach die Spawns irgendwie überall weg. Vielleicht ist es hier nicht so in der Switch-Version, dass sie es irgendwie gefixt haben, dass die Begleiter einfach verschwinden. So, mein orkischer Freund. Und Wolfi. Kommt beide mit. Der hält mir nämlich direkt auch eine Orkwaffe. So. Da steht er, sehr schön. Laris regelt wieder mal. Nein, 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 nein. Das lief nicht so ganz nach Plan. Machen wir nochmal. Ja, Laris klatscht da das Vieh um und wir holen den Ork. Das war knapp. Und wieder weiter. Laris regelt wieder. So. So war das. Ups. Aufkrieger und wie sieht's bei Laris aus? Ah, besser unsterblich. Ich hätte mit Boss versprechen sollen, dass er mir Dingens beibringt. Faustfälle hier. Ich greife den Rassiker nicht an. Sehr schön. Wo ist seine Waffe? Da ist seine Waffe. Mittlere Ohrgast.
Sehr schön. Ja, Laris, mach mal. Nein, so. Ein Mistvieh weniger. So, ups. Jetzt, wo wir außerhalb der Stadt sind und uns keiner zuhört, kann ich dir ja mal ein paar Takte erzählen. Dieses Ornament, das du mir gebracht hast, werden wir nun zurück zu Saturas bringen. Du kannst dich doch sicherlich an Saturas erinnern. Aber sicher doch. Sicher. Er war der oberste Wassermagier im neuen Lager. Wir Jungs aus dem ehemaligen neuen Lager unterhalten mit den Wassermagiern immer noch gute Beziehungen. Selbst Lee würde die Wassermagier auch heute gegen jegliche Gefahr schützen, wenn es in seiner Macht steht. Damit wir immer Kontakt halten mit den Wassermagiern, bin ich die meiste Zeit in der Stadt und arbeite mit Vatras zusammen. Und das hier ist die Rüstung, die jeder von uns von den Wassermagiern bekommt. Sehen wir sehr gut. Der Ring des Wassers trägt solche Rüstungen schon seit der Zeit vor den Orkkriegen. Was hat Kavalon damit zu tun? Soviel ich noch weiß, war er kein Anhänger des neuen Lagers. Du hast recht. Unsere Gemeinschaft ist gewachsen. Selbst ich weiß nicht, wie viele es mittlerweile sind. Aber lass uns jetzt weitergehen. Ich will erstmal weiter von der Stadt weg. Wir können uns später noch darüber unterhalten. Okay, dann lass uns weitergehen. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Übrigens ist mir gar nicht am Anfang aufgefallen. Erst nachdem ich ein Video gesehen habe, so ein Testvideo, irgendwie schon fast ein Remake oder sowas, oder was wie es hieß. Da ist mir aufgefallen, dass die Schatten reingemacht haben und sowas. Weil, sonst normalerweise spiele ich ja immer mit Renderer, dann sieht das ja noch geiler aus. Aber jetzt, so, mit den Schatten auf der Switch ist schon geil. Ist mir halt, wie gesagt, nicht aufgefallen, weil ich halt immer so spiele. Mit, Renderer. Naja. Es ist, wie es ist. So. Geht weg, Viecher. Locken wir die auch noch mal raus hier. So, Laris regelt. Laris regelt doch nicht. Kann ich den Wolfszahn tragen? Nein, kann ich nicht. So, machen wir selber. Laris, du nichts nutzt. Ups. Sammel, hier Pfeile. Oder sollen wir das ganze Zeug einfach liegen lassen? Ich weiß hier auch nicht so recht. Ah nee. Wir nehmen was mit. Weil Quick Loot wäre dafür natürlich angenehmer, sag ich mal. Jo, nein. Krautstampfer. Hier liegt noch was, da rollt. Hier. Nichts zu holen. Jo. Okay, weiter. Mit ihm quatschen wir jetzt nicht. Was ist los? Geht's noch? ja. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Doch, glaube ich.
Die da hinten können wir auch noch mitnehmen. Schon wieder eins von diesen Biestern. Ja, gut, Loris. Bester Mann. Ich glaube, wir nehmen mal was zu uns. So, und dann 10, 12. Ja, hier so ein Brot. Und dann bringt der Ring irgendwas, den ich anhab? Ach so, das ist der Ring. Gut. Loris, mein Freund, lauf nicht so schnell. Die plündern wir natürlich auch. So. Das war's mit dir, Mistvieh. Sehr schön. Waren wir hier schon? Ja. Da ist nichts zu holen. Ja, mach mich jetzt nicht schlapp. Lass weiter. Quatsch nicht so viel. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Gut. Noch ein paar Wölfis hier. Eigentlich könnten wir ja auch hier hochgehen, aber Loris bevorzugt den langen Weg. Da ist nichts zu. Mensch. Komm her, Mistvieh. So. Hiervon noch welche. Er kämpft uns viel, nehmt genüsslich Heule mit. Da oben auch noch einer. Rostiges Schwert. Fachel. Hier noch was. Das können wir alles schön gebrauchen. Na komm. Dann Lederbeutel. Okay. Oh gut, wir können weiter. Ich bin hier fertig. Nee, doch nicht. Hier sind noch Pflanzen. Das war's mit. Ja, das war's mit die. Naja. Es ist, wie es ist. Die Wassermagier sind völlig aus dem Häuschen. Seit Wochen schon buddeln sie an einer Ausgrabungsstelle im Nordosten. Weiß der Geier, was sie denken, dort zu finden. Alles fing damit an, dass die Erde bebte, wie in den schlimmsten Zeiten der Barriere. Grauenhafte Steinwesen entstiegen der Erde und fegten alles aus dieser Welt, was sich näher als 100 Schritt an sie heranwagte. Die Wassermagier nahmen sich der Sache an und vernichteten die feindseligen Eindringlinge.
Und nun buddeln sie da unten und suchen nach einer Erklärung für diese seltsamen Vorkommnisse. Aber das wirst du ja bald selbst sehen. Danke für die Info, Loris. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Gut. Das kommt alles mit. Ich glaube, wir machen auch zuerst Jakob da. Und danach machen wir dann, hier, wo heißt es? Mintal. Da sind sie fürs Mintal gerüstet und für den weiteren Spielverlauf erstmal. Und je nachdem, wie dann meine Fraktionswahl ausfallen sollte, nehme ich die Klaue an mich oder nicht? Da schauen wir dann mal nach. Und Treiben sollte ja auch nicht das Problem sein. Mit einem Golem. Der hat eine Golem-Allergie. Was mache ich mir da jetzt schon Gedanken drüber? Machen wir das, wenn es soweit ist. So. Dann einmal nach hier hinten. Achso, ich war der Meinung, wir stehen vier. Vielleicht war es auch in irgendeiner Mod. Oder später im Spielverlauf. Keine Ahnung. Noch hier was, eine Armbrust, Wasser. Dann nehmen wir schön alles mit. Hier liegen. Okay. Schauen wir nochmal nach. Die Armbrust. Abstärke 60. Wolfszahn auch nicht. Hier Schaden 30. 21 plus 3. Okay. Ach, hier auch noch ein Heilkräutchen. Oh Mann, Laris, du. Kannst du noch? Ja, ich kann noch. Ja, ja. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Mal schauen, wie Laris in dieser Version die Brücke meistert. Wow. Ohne über den Rand zu springen. Hier, den nehmen wir auch noch mit. Und den da hinterm Baum auch noch. So, und weiter. Laris, ich habe eben noch deine Wegfindung gelobt und jetzt gibst du hier so ein Ding ab. Laris? Hä? Egal. Die haben ja eh nichts. Ja, so, hier kann's gefährlich werden. Ja, danke. Lass uns weitergehen. Halt dich ein bisschen zurück. Okay. Schon wieder eins von diesen Biestern. Ja, das regelt. Sehr schön. Nichts zu ändern. Und wir pflücken hier Blümchen. Das war's mit dir, Mistvieh. Das da auch noch. Laris, doof wie eh und je. Wir sind da.
Hier, nimm das Ornament. Irgendwo da drin müssen die Wassermagier sein. Bring es zu ihnen. Wenn du in dem Erdloch da unten auf irgendwelche Viecher triffst, von denen du glaubst, dass du ihnen nicht gewachsen bist, dann ergreif am besten die Flucht nach vorn, bis hin zu Saturas. Er wird sich schon um die Biester kümmern. Ich muss zurück. Und eins noch. Lass dir nicht einfallen, mit dem Ornament hier in der Gegend rumzuwandern. Geh direkt zu Saturas. Wir sehen uns. Okay. Ornament haben wir bekommen. Okay, da hatten wir diesen Bock irgendwie nicht. Den ja einige Spieler haben. Nein. Denen bin ich nicht gewachsen. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Ein Mist, viel weniger. Oh, wie schön, Saturas, du bist mein Retter. Ich hätte vielleicht vor dem Reingehen speichern sollen. Bist du denn von Sinnen? Mach, dass du hier rauskommst! In diesen Gewölben ist es zu gefährlich für Möchtegern-Abenteurer. Aber sag mal, kenne ich dich nicht? Natürlich, du Mistkerl! Glaube ja nicht, dass ich vergessen habe, wie du uns betrogen hast, damals, im neuen Lager. Ich hab gar nichts gemacht. Du hast unserem Erzhaufen alle magische Macht entzogen und dann bist du einfach verschwunden. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Es ist notwendig, euer Plan hätte sowieso nicht funktioniert. Oder es tut mir leid, ich wusste nicht, was ich tat. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Ne? Euer Plan hätte sowieso nicht funktioniert. Oder ist notwendig? Na gut, hier. Es war notwendig. Ohne die Macht des Erzes hätte ich den Schläfer niemals besiegen können. Was ist das für ein Gefasel? Schläfer? Besiegt? Ja. Ich bin mit Laris hierher gekommen. Laris? Wirklich? Wo ist er? Ich bin allein. Laris ist zurück in die Stadt gegangen. Was? Und er hat dich ganz allein zu uns geschickt? Was denkt er sich eigentlich? Das hier. Ich habe euer Ornament mitgebracht. Was in aller Welt soll das bedeuten? Wer hat dir das gegeben? Sag nicht, dass Laris es dir einfach überlassen hat. Jetzt komm mal wieder runter. Ich habe es dir gebracht, das wolltest du doch, oder? Schon, aber es beunruhigt mich, dass du schon wieder deine Finger im Spiel hast. Warum machst du so ein Theater um die alte Geschichte mit dem Erzhaufen? Immerhin habe ich schon damals für dich gearbeitet. Hast du dich da etwa nicht auf mich verlassen können? Und was hat es mir schlussendlich eingebracht? Denk ja nicht, dass ich dir traue. So. Ich will mich dem Ring des Wassers anschließen. Was? Woher weißt du das denn schon wieder? Wer? Laris, ich bring ihn um. Er hat gegen unsere erste Regel verstoßen. Niemand spricht über den Ring des Wassers. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich traue dir nur, solange ich dich im Auge habe. Es war Vatras, der mir alles über den Ring erzählt hat. Was? Vatras?
Großartig. Von allen Wassermagiern auf der Insel musstest du ausgerechnet an den einen geraten, der dich nicht kennt. Mhm. Ich warne dich, mach dieses Mal keine Dummheiten. Ich werde mir Mühe geben. Jo, das mache ich. So. Was machst du hier unten? Diese Hallen beherbergen alte Geheimnisse, rätselhafte Geheimnisse. Die Inschriften und Wandmalereien lassen auf eine sehr alte Kultur schließen. Alles, was du hier sehen kannst, ist in einer uns gänzlich unbekannten Sprache geschrieben. Wir fangen gerade erst an, sie zu lernen und ihren Sinn zu erfassen. Ja, dann machen wir das hier. Warum ist euch dieses Ornament so wichtig? Es ist der Schlüssel zu einem Portal. Mehr werde ich dir dazu nicht sagen. Gut. Da du dir ohnehin nicht nehmen lassen wirst, auch die anderen Magier von ihrer Arbeit abzuhalten, kannst du einem von ihnen auch eine Nachricht von mir überbringen. Sag Riordian, dass ich ihn hier bei mir zu sehen wünsche. Er hält sich im hinteren Bereich des Gewölbes auf. Du wirst ihn schon finden. Ja, wir finden den sicherlich. Aber erst einmal finden wir hier einige Sachen. So, das war's hier. Ach, Heilung brauchen wir. Hier. Gut, dann quatschen wir mal mit den Mariern des Wassers. Ich glaube, so nenne ich die Folge auch so ähnlich. Die Marier des Wassers. Ja, ich glaube, das mache ich. Was machst du da? Ich erforsche die Kultur des alten Volkes. Aus den Inschriften geht hervor, dass sie lange vor unserer Zeit lebten. Ich weiß noch nicht genau, wann sie diese Hallen errichtet haben, aber ihre Zivilisation war weit entwickelt. Mhm. Sie haben jenseits der Berge eine Stadt errichtet und einen Tempel für Adanus. Eine verlorene Stadt auf der Insel von Korinnis? Ja, bisher haben wir in dem Glauben gelebt, die ganze Insel zu kennen. Wir sind davon ausgegangen, der komplette Nordosten der Insel wäre ein gewaltiges Bergmassiv. Doch wir haben uns geirrt. Hinter diesen Bergen liegt ein Tal. Dort befand sich die Stadt des alten Volkes. Nur zu gerne würde ich die Bauwerke der Stadt sehen, aber wahrscheinlich sind sie längst zu Staub zerfallen. Nicht alle, mein Freund. Nicht alle. Saturas wünscht dich zu sehen. Ist er mit seinen Nachforschungen schon weitergekommen? Dann werde ich sofort zu ihm gehen. Wenn du mehr über diese Anlagen erfahren willst, sprich mit Nefarius. Er befindet sich weiter hinten in diesen Gewölben. Ich mache mich fertig mit dir, Meister. Warte mal. Ach, passt schon. Ach so, nee. Das mache ich jetzt nicht. Animal Crossing Ohrwurm. Das kann ich summen und pfeifen, wenn die Folge zu Ende ist. Das ist eine schlimme Sache. Das sehe ich auch so, mein Glaube, kleinster Freund. Kann ich kurz stören? Du bist es. Dass ich dich nochmal zu Gesicht bekomme, hätte ich nicht gedacht. Ganz schön mutig, dich nochmal bei uns blicken zu lassen. Es gab Zeiten, da hätten wir dir glatt das Fell über die Ohren gezogen. Du kannst froh sein, dass das schon ein paar Wochen her ist und sich alle wieder beruhigen konnten. Ja. Was machst du hier? Meine Aufgabe besteht darin, mehr über die Wächter des Tempels herauszufinden. Das ist schon ein harter Brocken im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Steinwächter haben eine mir völlig fremde Eigenschaft. In einem Moment stehen sie völlig leblos herum und im nächsten Moment stürmen sie wie besessen auf dich los. Ich habe ihre treibende Kraft noch nicht bestimmen können, aber eins ist sicher, sie ist magischen Ursprungs. Mhm. Das ist sie. Erzähl mir mehr über diese Steinwächter. Viel kann ich dir bisher noch nicht sagen. Wir haben sie leider zerstören müssen,
Jetzt sind sie ungefährlich. Als wir hierher kamen, haben sie uns angegriffen. Wir konnten sie nur mit vereinten Kräften besiegen und ich befürchte, dass hinter dem Portal noch mehr davon auf uns warten. Es muss einen Weg geben, ihre treibende Kraft zu bannen, sodass sie nichts weiter sind als Statuen und das auch bleiben. Ja. Mach das mal. Kannst du mir ein paar Ausrüstungsgegenstände verkaufen? Warum nicht? Wenn ich mich recht erinnere, haben wir damals schon gehandelt. Sag mir, was du brauchst. Ich brauche eigentlich gar nichts von dir, aber du brauchst was von mir. Ups. Das brauchst du. Nein, meine Orka-Axt. Ach, zum Glück noch 15. Die wir nämlich Arad haben. Sehr schön, so funktioniert das. Die behalten wir mal, das behalten wir. Das kann weg. Eine kann weg. Hiervon kann auch ein paar Fackeln weg. Die brauchen wir eh so gut wie nie. Kann weg. Kann weg. Kann auch weg. Das auch. Den kann er auch gerne haben. Das und das. Okay, den Rest behalten wir mal. Die Sange, weil ich noch nicht weiß, ob wir Maria werden oder nicht. Das entscheidet die Abstimmung. Mal schauen, wie weit sie ist. Aktualisieren. Ich habe nämlich Internet nebenbei auch offen. 3 Stimmen. Paladin 67%, Söldner 33%. Okay, schauen wir mal nach, was es wird. Sieht ja noch nicht nach Maria aus, aber es kann sich noch ändern. Aber Maria war ich ja schon beim letzten Durchgang, aber egal. Bei der Arbeit? Bei der Arbeit? Diese Gewölbe sind mir ein einziges Rätsel. Unvorstellbar, dass sie bisher noch niemandem aufgefallen sind. Wir konnten den Eingang mühelos freilegen. Die Menschen sind so sehr mit ihrem täglichen Einerlei beschäftigt, dass sich niemand dieses Bauwerk näher angesehen hat. Ich habe keine andere Erklärung dafür. Was ist deine Aufgabe? Was ist deine Aufgabe hier? Ich versuche herauszufinden, wohin uns dieses runde Portal führen wird. Außerdem helfe ich Nefarius bei der Suche nach dem fehlenden Ornament. Sicher ist, dass das Portal zu einem Teil der Insel führt, den wir noch nicht kennen. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, jemals davon gehört oder gelesen zu haben. So. Ihr wollt tatsächlich durch das Portal gehen? Sicher. Vorausgesetzt, dass wir das fehlende Ornament finden, versteht sich. Ich gebe zu, es ist schon eine etwas riskante Angelegenheit. Aber wir müssen unbedingt herausfinden, was es mit diesen ständigen Erdbeben auf sich hat. So, nochmal das hier. Was weißt du über die Erdbeben? Irgendetwas auf der anderen Seite löst sie aus. Vermutlich ist diese Quelle auch verantwortlich für das Erwachen der Steinwächter. Aber das ist nicht meine Aufgabe. Saturas und Kronos können dir sicher mehr darüber erzählen. Ja. Was glaubst du, werdet ihr drüben finden? Ich bin mir da noch nicht sicher. Ich vermute, dass es auf der anderen Seite ein ähnliches Bauwerk wie dieses gibt und ein Gegenstück zu diesem Portal. Alles Weitere werden wir sehen, wenn wir da sind. Gut. Wie komme ich am schnellsten zurück in die Stadt? Du gehst am besten den gleichen Weg zurück, den du gekommen bist. Du könntest aber auch... Nein, das wäre zu gefährlich. Spuck's aus. Naja, die Erbauer dieser Hallen hatten ihre eigene Art zu reisen. Soweit wir das beurteilen können, konnten sie sich teleportieren. Das ist doch nichts Besonderes. Die Teleportersteine, die wir hier in Korinnis gefunden haben, schon.
Es scheint so, als würde der Teleporterstein hier in diesen Hallen zur Hafenstadt führen. Jedoch hat noch keiner von uns den Mut aufgebracht, ihn zu benutzen. Okay, wo ist dieser Teleportstein? Ja. Wo ist dieser Teleporterstein? Im Beckenraum gibt es eine Tür. Dahinter habe ich ihn eingeschlossen. Und den Ohr haben wir uns ja gemerkt. Gib mir den Schlüssel. Ich will mir das Ding mal ansehen. Wirklich? Aber ich übernehme dafür keinerlei Verantwortung. Gib schon her. Wenn du meinst. Mhm. Hier hast du ihn. Wo sind die anderen Teleportersteine? Wir haben bisher nur einen weiteren, etwa im Zentrum von Korinis gefunden. In der Nähe der Taverne zur Toten Harpie. Das will ich erstmal nicht. Hey! Alles klar? Ganz schön mutig von dir, hier einfach so reinzuspazieren. Mhm. Was machst du hier? Ich studiere die Sprache der Erbauer. Die Sprache ist der Schlüssel zum Verständnis des alten Volkes. Jeder von uns muss sie erlernen. Sonst wäre diese Expedition beendet, bevor sie überhaupt angefangen hat. Die Erbauer haben Steintafeln benutzt, um ihr Wissen weiterzugeben. Leider sind viele davon zerbrochen oder wurden schon vor langer Zeit gestohlen. Ja, leider. Was steht denn so auf diesen Steintafeln? Sie erhalten das gesammelte Wissen des alten Volkes. Manche von ihnen erhöhen auf magische Weise das Wissen über Kampf und Magie. Für jemanden, der die Tafeln lesen kann, sind sie ein wahrer Schatz. Das ist er auch nicht. Hey! Ja. Ich habe einen Teil des Ornaments mitgebracht. Ja? Ja, das ist großartig. Hast du eine Ahnung, wo die anderen Teile sind? Den alten Inschriften nach wurde es in 4 Teile zerbrochen. Und es sieht so aus, als könnten sich die Teile immer noch auf der Insel befinden. Ich habe mit Medarions Hilfe einige der Inschriften übersetzt. Dort finden sich Hinweise darauf, wo die verbliebenen Stücke sind. Hier, auf dieser Karte habe ich einige Stellen markiert. Sieh dich dort um. Du solltest auf alte Bauwerke achten. Vielleicht sind sie schon etwas verfallen und nicht mehr klar erkennbar. Es könnte alles Mögliche sein. Ein großer Findling, ein Steinkreis, ein Mausoleum oder ähnliches. Aber was rede ich? Du wirst es schon finden. Viel Erfolg. Ja. Wie sieht's aus? Was machst du denn hier? Das ist ja eine Überraschung. Ich dachte, man hätte dich getötet. Beinahe. Es gab einen riesen Wirbel um dich, weißt du das? Ich habe Saturas kaum wiedererkannt. So außer sich war er wegen der Sache damals. Ja, das war blöd. Aber mir erst mal das andere erzählen und jetzt das hier. Was machst du denn hier? Was ist das für ein Portal? Wir vermuten, dass es in das verlorene Tal führt, in dem die alte Kultur ihre Stadt gehabt haben muss. Aber der Stein hinter dem Portal besteht aus meterdickem, massiven Fels. Auch gibt es keine Anzeichen für Teleportationsmagie. Sehr mysteriös. Weißt du schon, wie man es aktiviert? Eins der fehlenden Ornamente scheint eine Art magischer Schlüssel zu sein. Wir werden es brauchen, um weiterzukommen. Es muss genau in die ringförmige Vertiefung neben dem Portal passen. Okay. Aus welchem Grund wurde das Ornament zerbrochen? Wer auch immer das getan hat, wollte verhindern, dass das Portal jemals wieder geöffnet wird. Je länger ich auf die Inschriften starre, desto mehr erkenne ich, dass die Priester der alten Kultur wahrlich keine Dummköpfe waren. Es gab einen guten Grund, dass sie die Region dahinter unzugänglich gemacht haben. Wir wissen nicht, was uns dort erwarten wird, aber sicherlich ist es nichts Gutes. Okay, und wegen der fehlenden Ornamente, mal schauen. Wegen der fehlenden Ornamente? Ja? Wie viele waren es nochmal? Insgesamt sind es 4. Die anderen solltest du dort finden, wo ich die Markierung auf deiner Karte gemacht habe. Gut. Dann gehen wir nochmal zurück in die Stadt schnell. Ach, das kriegt er jetzt auch schnell mit dem Teleporter. Da ist nichts zu holen. So, mit dem haben wir schon gequatscht.
Ja, dem glaube ich auch, ne? Ey, warte mal, Meister. Warte mal. Ja, das war Mariebeibringer. Der Mariebeibringer. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Wir speichern lieber mal. Nicht, dass das Spiel dabei abstürzt. Na komm. Oh, der Wolf! Was macht der Wolf denn hier? Ich dachte, der ist weg. Na gut. Dann beenden wir hier die Folge. Dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da und bis zur nächsten Folge. Ciao.